Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin wieder in der Schwarze Auge Dämonikon und es reißt mich gerade irgendwie so ein bisschen mit, das Spiel. Klar, nervt mich das, dass es jetzt schon ein paar Mal abgeschmiert ist. Rang 4. Könnte sich aber lohnen, gell? Ja, aber für irgendeinen Muckefuck die Punkte raushauen. Ich denke, also im Moment spare ich sie ja noch. Das ist ein Nachteil von einem anderthalb Hände oder zwei Hände. Die sind halt relativ lahm, die Teile, gell? Ja, aber mir gefällt das Spiel irgendwie, deshalb zocke ich es im Moment weiter. Ne? Die Crashs nerven, gebe ich zu, aber es macht Spaß und deshalb bin ich immer noch dran. Ach, das ist der Raum mit den Fallen am Boden. So gesichert. Ja gut, wenn ich muss ja ehrlich zugeben, wenn ich hier speichern könnte, wenn das wie ein normales Computerspiel wäre, wo man selbst sagen kann, wann man speichert, dann würde ich jetzt, glaube ich, mal speichern, würde das einfach die Punkte draufhauen auf Grobschmied, würde gucken, was da drin ist, ob es lohnt, vielleicht für den Laden. Ja, gebe ich ehrlich zu, weil neugierig ist man ja schon. Aber ich glaube trotzdem, dass das, was ich mache, schlauer ist, hoffentlich, dass ich mir die Punkte im Prinzip aufhebe, solange ich sie gar nicht wirklich brauche. Und dann, wenn ich wirklich irgendwo bin, wo ich sage, okay, jetzt brauche ich sie aber wirklich, damit die Story weitergeht, dann vergebe ich sie da, wo es notwendig ist. Also, ist einfach jetzt mal meine Überlegung. Wir waren mal irre gelaufen. Wo es da oben hingeht. Okay, nirgendwo bis jetzt. Okay. Aber da war ich. Zehn Kreuzer. Was willst du hier? Eine Faust ins Gesicht? Hast du Lust? Eine Reise ins Paradies für 10 Kreuzer. Da bei den Sträuchern. Hast du Lust? Pass auf. Eine Reise ins Paradies für 10. Ah, okay. Hau ab! Und guck nicht so! Mich erinnert das gerade irgendwie so ein bisschen an das Potan, dieses Piratendorf bei der Schicksalsklinge, wo man auch immer blöd angemacht wurde. Deshalb hat man nach im Prinzip die ganze Stadt verdroschen. Das fand ich... ach Gott, das war immer toll. Stimmt, ich muss bei Schicksalsklinge HD noch das Boot da besuchen, aber das mache ich erst, wenn die, keine Ahnung, Level 15 sind oder so, weil die sind einfach so unfassbar schlecht.
im Kampf meine Gruppe bei Schicksalsklinge AD. Das traue ich mich gar nicht, ernsthaft in Kämpfe zu gehen, weil die halt immer kurz vorm Abnibbeln sind. Selbst keine Ahnung, wenn sie gegen Glockeblume antreten müssten oder Gänseblümchen. Ja, das mit dem Händler stimmt schon. Also, ich drehe jetzt, glaube ich, also ich hole jetzt noch diesen Auftrag ab. Als wären die Kranken im Flüchtlingslager die einzigen, die Hunger haben. Meine Tochter jetzt ist nur noch Haut und Knochen. Jetzt setzt man Kinder im Knast. Interesse an ein paar Aufträgen. Warunka! Haltet eure Stadt sauber! So. Dann schließe ich mich mal der Wache an, bis die Hauptstory weitergeht. Weil dann sehen wir nämlich auch, wie das Zugang zu Schmieden oder sonst was ist. Und dann kann ich im Zweifelsfall nämlich das Zeug verkaufen. Grüße, Dorangash. Ich bin Kairon. Beelhalha hat mich zu euch geschickt. Er meinte, ihr seid auf der Suche nach fähigen Männern. Bist du denn ein fähiger Mann? Ich habe Borak besiegt. Ka-Angrosh Garashmox, das warst du? Selbst und persönlich. Dann könnte dich die Stadtgarde wirklich brauchen. Interesse an einem Auftrag? Was hättet ihr denn für einen Auftrag? Das Bordell in der Kreuzergasse. Sein Besitzer verdient mittlerweile so gut, dass sich das Kreuzerkartell für ihn interessiert. Schutzgeld, du verstehst? So, so, das Kreuzerkartell. Es gibt außerdem ein paar merkwürdige Gerüchte über die Dienste, die man dort anbietet. Widerliche Gerüchte, wenn du mich fragst. Ja, erzählt. Dann doch untot. Sagen wir, die Mädchen dort sind vielleicht nicht alle so lebensfroh, wie sie sein könnten. Wer sollte denn sowas in Anspruch nehmen? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht genügt eine Tracht Prügel, damit sich der Bordellbesitzer besinnt. Und natürlich wird sich die Garde auch nicht lumpen lassen. Wir zahlen gut. Kann ich also auf dich zählen, Junge? Ich soll also dem Bordellbesitzer eine Abreibung verpassen? Er soll kapieren, wohin Angrosh seinen Hammer hängt. Aber mach ihn nicht zum Krüppel, wenn's geht. Und was passiert, wenn ich wirklich Hinweise auf Nekromanten oder das Kreuzerkartell finde? Dann hätte die Garde endlich einen Grund, das Hurenhaus zu durchsuchen. Auch das Kartell würde das einsehen müssen und es gäbe keine Streitigkeiten. Darum musst du auch hingehen, Junge. Wenn meine Leute in der Kreuzergasse auftauchen, gibt es nur Ärger mit dem Kartell. Verstehe. Erzählt mir mehr über dieses Bordell. Wieso glaubt ihr, dass der Bordellbesitzer an den Diensten von Nekromanten interessiert ist? Du weißt ja sicher, die Nekromanten haben sich in Wahrung jahrelang die Hintern breit gesessen. Daran haben sich die Leute irgendwann gewöhnt. Die Rondrianer verfolgen Nekromanten und Dämonendiener gnadenlos. Und ihr meint, das bringt nichts? Junge, ich habe schon Leute gesehen, die gingen lieber in den Tod, als ihre Gewohnheiten zu ändern. Das gilt für die normalen Warunker genauso wie für die vom Kreuzerkartell. Und leider sogar auch für meine eigenen Jungs. Manchmal muss man eben aushalten, dass die Leute Vorlieben haben, die zum Himmel stinken. Da kann man nichts tun, außer sich die Nase zuhalten. Ich hab mich jetzt immer Nobby Nobsen von der Nachtwache. Könnte Falk von Arivor etwas mit dem Hurenhaus zu tun haben? Bei Angoshs Bart bist du irre? Weißt du, was du da sagst? Ich meine, ich kann diesen Schnösel auch nicht leiden. Aber dir muss er ja ziemlich ans Bein gepisst haben, wenn du sowas vermutest. Ich habe meine Gründe. Nun, dazu kann ich wahrlich nichts sagen. Vielleicht bekommst du von den Mädchen im Bordell ein paar Hinweise. Aber eigentlich kann es sich kein Rondrianer leisten, bei den Huren gesehen zu werden. Wäre schlecht für die Moral und so. Vor allem, wenn da wirklich Nekromanten ihre Finger im Spiel haben.
Die Rondrianer würden den Besitzer bei lebendigem Leib verbrennen. Und sie hätten verflucht noch mal recht damit. Ausnahmsweise. Höre ich da eine kleine Abneigung gegen Rondrianer heraus? Sie mögen ehrenhafte Krieger sein, aber die Drecksarbeit dürfen andere machen. Und wenn man denen einmal die Wahrheit sagt, packen die schon den Zweihänder aus. Für viele von denen ist die Welt nur schwarz und weiß, Feuer und Wasser. Dabei vergessen sie, dass es auch etwas dazwischen gibt. Das Graue, den Schlamm. Lass uns über was anderes sprechen, Junge. Ah, nee, halt, wart. Erzählt mir doch ein wenig mehr über euch. Ich bin Fergolosch, Sohn des Faruk. 85 Jahre Kampferfahrung, die letzten 20 als Söldnerführer. Viele von meinen Jungs arbeiten heute noch für mich. Die Rondrianer haben Wahrung befreit und zumindest in der Weststadt herrschen sie ziemlich streng. Wozu noch eine Stadtgarde? Pah! Rondrianer! Vor denen haben die Leute Angst, aber keinen Respekt. Kein Wunder bei diesem Gerede von Ehre und Treue und so. Ich sage dir, Junge, man muss die Menschen kennen, um sie zu führen. Und ich kenne die Menschen. Darum bin ich hier der Hauptmann. Nochmal langsam. Was genau tut die Stadtgarde in Wahrung? Man kann die Stadt nicht einfach sich selbst überlassen oder dem Kartell. Dann würde hier alles zum Drachen gehen. Wir sind für die Unterstadt zuständig. Jedenfalls für den Teil, den sich die Rondrianer nicht unter den Nagel gerissen haben. Verstehe. Nach der Befreiung haben sie ihren Teil der Beute abgegriffen. Richtig. Wir sind die Leute von Markgraf Sumudan. Darum halten wir uns aus den Angelegenheiten der Rondrianer raus. Ha, wenn's nach denen geht, ist die Stadt bald heiliger als ein Tempel. Und welche Rolle spielt das Kreuzerkartell? Das sind Verbrecher, die sich nur für ihren Profit interessieren. Schmuggler, Diebe und Mörder. Und ihr Anführer Perel ist der Schlimmste. Erzählt mir mehr über dieses Bordell. Ihr meintet, das Kreuzerkartell hat den Besitzer des Bordells erpresst? Ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass Ihr Anführer Parell es bald versuchen wird. Das Geschäft wirft schließlich immer mehr Gold ab. Wir können nicht zulassen, dass das Kartell noch mächtiger wird. Wenn wir das Hurenhaus in den Griff bekommen, dann kriegen wir vielleicht einen Kiesel vom Brocken. Einen was? Wir bekommen einen Kiesel vom Brocken. Oder, wie sagt der Großlinge noch, einen Fuß in die Tür. Wir müssen auch in der Kreuzergasse Präsenz zeigen können, ohne gleich einen Krieg mit dem Kartell anzufangen. Das geht nur, wenn die Leute keine Angst haben. Erst letztens kam ein Bürger zu mir, dem ein Bernstein gestohlen wurde. Er hatte sogar ein Symbol des Sonnengottes Praios eingraviert. Also der Stein, nicht der Mann. Auf jeden Fall hat er sich nicht getraut, jemanden anzuzeigen. Und als Diebe kommen für mich nur die vom Kreuzerkartell in Frage. Denen ist nichts heilig. Okay, ich glaube, ich habe alle Infos. Danke für euer Vertrauen, Hauptmann. Nimmst du den Auftrag an? Jawohl, Hauptmann. Hervorragend. Der Besitzer der Dornenrose heißt Thyakranor und du findest ihn in der Kreuzergasse. Viel Glück, Chiron. Wir gehen mal kurz rein, ob es da irgendwas gibt. Interessantes. Also tendiere ich aber trotzdem eigentlich schon fast dazu, einen Teil von dem Schwefel zu verkaufen, um mir schon mal ein bisschen was von den
Passivboni dazu holen. Womit kann ich dienen, mein Freund? Also die brauche ich eh nicht unbedingt. So, man verzaubert quasi einen Gegenstand. In dem Fall eben ein Rüstungsgegenstand. Achso, das ist ja jetzt aber nicht so der Burner eigentlich. Also, weil das wird man ja vielleicht nochmal austauschen. Also macht man sowas dann eigentlich dann eher am Ende. Dann, wenn man sich relativ sicher ist. Leute von Wahrung! Seid erinnert, kannst du ein Schwert? Es ist natürlich die Frage. Das Langschwert hier für 26 Dukaten? Oder von dem anderen Knallheinz hier, diesem Händler in der Kreuzergasse? Aber eine bessere Waffe brauche ich langsam. Dieser Knüppel ist ja schön und gut, aber ist halt unglaublich langsam und der Schadensoutput ist auch so ein bisschen so lala. Und bis jetzt droppte noch kein gescheites neues Equipment. Da hatte ich meinen Verdacht ja doch recht, dass sie da untote Prostituierte beschäftigen. Also, wenn man da beschäftigen überhaupt richtig. Also, weiß nicht genau, ob beschäftigen das richtige Verb ist. Kann sein, dass ich keine Gelegenheit haben wird, bei dem Händler vielleicht nach dem Schwert zu gucken, weil ich vorher schon in die Quest reinrenne. Weiß ich gar nicht genau. Eine Reise ins Paradies für 10 Kreuzer. Aber ich glaube, ich setze an der Stelle mal einen Cut, weil ich kann mir vorstellen, dass das jetzt wieder eine längere Sequenz wird. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Bis gleich, macht's gut. Tschüss.